Moin und willkommen zu einem weiteren Video. Heute geht es mal wieder um ein paar Updates, was sich also in den letzten Monaten hier so getan hat. Ihr seht wahrscheinlich schon an den Abständen zwischen dieser Art von Videos, dass es nicht mehr so viel ist wie jetzt direkt nach dem Einzug oder halt in den ersten paar Monaten. Da war ja an jeder Ecke noch was zu tun und das ist nicht mehr der Fall. Wir haben, denke ich, schon einen sehr guten Stand erreicht, aber trotzdem macht man natürlich immer mal wieder hier noch was, da noch was, fängt mal ein neues Projekt an und so weiter. Und ja, was sich so in den letzten, ich glaube, 3 Monaten oder so getan hat, das werde ich euch heute zeigen. Viel Spaß dabei! Das erste Projekt, das wir nach dem letzten Video fertiggestellt haben, ist dieser Kratzbaum. Den Anfang hatte ich euch auch schon gezeigt und das ist also das Resultat. Wir wollten so ein bisschen was Schickeres, was Naturbelasseneres, was abgesehen vom eigentlichen Zweck für den Kater halt auch so als, ja, nicht als Möbel, aber eben als Teil, was in der Wohnung rumsteht, irgendwie zum Rest passt und was halt einfach ein bisschen schick aussieht. Genau. Das ist daraus geworden. Die Dinger sind, wenn man die fertig kauft, unfassbar teuer. Also in dieser Größe hier, das ist so 1,80 Meter, 1,85 Meter hoch und ja, mit 3 Auslegern in dem Sinne, da ist man gut und gerne vierstellig unterwegs. Das ist schon sehr, sehr krass. Und dann haben die meistens nicht mal einen, in Anführungsstrichen, vernünftigen Fuß, sondern so eine Multiplexplatte. Bei uns ist die Hälfte der Kosten durch diese Granitplatte entstanden. 3 cm stark, das gleiche Material wie unsere Fensterbänke. Und das kann sich schon, denke ich, sehen lassen. Also die wiegt alleine kurz mal 30 Kilo. Und das ist, wie gesagt, also die hat ungefähr 100 Euro gekostet. Insgesamt sind wir so mit knapp 200 Euro dabei. Immer noch nicht wenig. Aber wenn man bedenkt, was halt so fertige Teile kosten, nicht nur jetzt so, ja, in diese Richtung, wie gesagt, schnell mal vierstellig oder zumindest ein ganz hoher dreistelliger Bereich, aber auch die ganz simplen für 70, 80 Euro bei Amazon, da hatte der Kater schon nach 2, 3 Monaten ziemlich viel Schaden angerichtet. Und jetzt könnt ihr euch ja hier angucken. Der ist jetzt so ungefähr 3,5 Monate in Benutzung. Man sieht da ehrlicherweise gar nichts von. Selbst beim Sisal nicht. Also das ist schon wirklich eine sehr, sehr gute Sache. Der Kater nutzt das Ding auch regelmäßig. Erstens zum Kratzen und natürlich aber auch dann zum Chillen. Einmal zum kleinen Vergleich, so sah der Standardkratzbaum nach ungefähr 6 Monaten aus, also den hat er echt gut mitgenommen und teilweise eben auch sogar hier bei diesem Fell. Sisal kann man natürlich prinzipiell erneuern, aber ja, hat man Bock drauf, das alle 6 Monate irgendwie zu machen und in absehbarer Zeit dann irgendwie hier auch andere Sachen zu reparieren oder sogar neu zu kaufen, weiß ich nicht. Also ein hochwertiger Kratzbaum, egal ob jetzt selbst gebaut oder gekauft, lohnt sich auf lange Sicht, glaube ich, schon. Das letzte Bauprojekt haben wir hier im Schlafzimmer fertiggestellt. Vielleicht habt ihr das Video gesehen. Falls nicht, dann schaut gerne mal oben im kleinen i, verlinke ich euch da. Auf jeden Fall haben wir zusätzliche Beleuchtung über den Nachtschränken angebracht. Die sind generell auch neu, passen wieder gut zu unserer Kommode, die ich euch schon mal gezeigt habe. Kleine Echtholzplatte drauf und so weiter. Und ja, da haben wir ein neues Bett. Und damit das hier alles ein bisschen auch cool an der Wand aussieht und damit wir das Kabel verstecken konnten, haben wir an der Wand so eine Konstruktion aus Rechteckleisten gemacht. Wir finden es super schick, gefällt uns sehr gut und ja, für weitere Infos einfach das Video anschauen. In unserem Ankleidebereich steht aktuell der alte Schlafzimmerschrank aus der Wohnung und das wird auch noch ein bisschen so bleiben, aber auf lange Sicht wollen wir hier ein richtiges Schranksystem reinhaben, was dann wirklich von Wand zu Wand geht und auch so ein bisschen schicker ist, vielleicht mit Beleuchtung oder so. Es soll auch etwas höher werden, dann kommen die Koffer da auch ja, eventuell rein oder irgendwo anders hin. Auf jeden Fall sollen die da nicht mehr offen oben drauf liegen. Und auf der anderen Seite, da haben wir ebenfalls noch Platz. Da war ursprünglich mal gedacht, dass da auch ein kompletter Schrank hinkommt. Ist jetzt nicht mehr so. In die Ecke kommt ein Schrankelement. Und dann haben wir hier neben den Schminktisch von meiner Freundin. Hatte ich ihr geschenkt. Da fehlt natürlich auch noch ein bisschen was. Ne? So ein Spiegel darüber mit Beleuchtung. Wir wollen die Wand vielleicht verkleiden. Eventuell auch mit so Paneelen. Dann kann man das Kabel dahinter wegführen, dass das alles schick ist. Und dann kommt hier, wie gesagt, der Schrank so in die Ecke. Die Abstände zur Wand, das passt soweit auch alles schon. Also der Schminktisch, der steht in dem Sinne schon richtig. Dann hat man hier Spiegel und Beleuchtung. Ich denke, das wird dann auf jeden Fall alles ganz cool. Unsere Bautreppe wird auf jeden Fall noch ein bisschen drin bleiben. Wir haben uns da noch nicht informiert und erst recht nichts bestellt. Das wird noch dauern. Wir werden das Geld erstmal an anderer Stelle investieren, denn so eine Treppe ist natürlich auch ziemlich teuer. Irgendwann wird sie kommen, aber das dauert noch ein bisschen. Ich habe auf jeden Fall, damit es halt alles ein bisschen schicker aussieht und nicht so unordentlich, das Geländer einmal abgeschliffen und auch hier diese Absturzsicherung und habe das Ganze schwarz lackiert. Da war noch super viel Dreck drauf von den Putzern, von den Malern und so weiter. Und in sauber und schwarz sieht das, denke ich, schon ganz anständig aus. Die Seitenwangen, die muss ich irgendwann noch machen. Da hatte ich bisher noch keine Lust und Zeit zu.
Die Stufen müssten dafür eigentlich einmal abmontiert werden, wenn man es halt vernünftig machen möchte. Aber ja, vielleicht mache ich das irgendwann auch noch. Handlauf ist schwarz und natürlich auch oben das Geländer ebenfalls alles schwarz. Ich denke, das kann sich sehen lassen. Hat auf jeden Fall schon einen ganz großen Effekt erstmal. Und bis die Treppe irgendwann kommt, wird uns das Ding hier noch weiterhin gute Dienste leisten. Ach so, und wenn wir schon beim Thema sind, auch die Wand ist hier noch nicht ganz fertig. Die ist aktuell nur grundiert, deswegen ist die auch so rau und teilweise sehr ungleichmäßig. Da kommt noch eine Spachteltechnik drauf. Wir wollten die eigentlich erst dann drauf machen, wenn hier die Treppe drin ist. Dadurch, dass das jetzt aber noch dauert, wird das auch bald erstmal fertiggestellt. Der Raum, wo sich mit Abstand am meisten getan hat, ist auf jeden Fall mein Arbeitszimmer. Ich hatte im letzten Update-Video, glaube ich, angekündigt, dass ich jetzt hier eben vorhabe, einiges zu verändern, weil ja nur die alten Schreibtische hier drin standen, die in der alten Wohnung eben auch schon ja in meiner Arbeitsecke standen. Und jetzt ist es halt soweit fertig. Ein paar Kleinigkeiten fehlen noch, erzähle ich gleich kurz. Aber erstmal haben wir hier den Arbeitsbereich. Das ist sozusagen mein Traumschreibtisch. 300 x 90 cm, massive Eiche. Und darunter eben diese Container, endlich mal so ein bisschen Stauraum, hatte ich vorher gar nicht, war eine Katastrophe. Und auch der ganze Technikkram ist da wirklich alles super verstaut, man sieht halt wirklich wenig. Und trotzdem, da ist mein Mesh-Knotenpunkt, das System hier von meinen Kameras am Haus, alles für Audioaufnahme und natürlich sowieso hier Thunderbolt-Dock, MacBook, alles für die drei Monitore. Also da ist eine Menge Zeug verstaut und man sieht halt wirklich nichts davon. Gefällt mir super. Wir müssen den linken Monitor noch an die Wand bringen und auch dieser Tischaufsatz hier unter den anderen beiden Monitoren, der gefällt mir so noch nicht. Da muss ich mal schauen. Ansonsten bin ich aber wirklich sehr, sehr zufrieden. Auch hier mit diesen Leuchten finde ich echt super. Ja, dann haben wir hier die Wände ein bisschen gestrichen. Auch nicht einfach nur so mit so einem harten Übergang, sondern hier zum Beispiel so eine Art Pfeilspitze. Manni, kleinen Moment bitte noch. Ja, Fernseher. TV-Unterschrank, auch nochmal ein bisschen Stauraum, das war mir definitiv wichtig. Dann hier gegenüber, ich gehe mal rum, da ist eine kleine Chill-Ecke, wenn man also da am Fernseher dann ein bisschen was gucken will, dass man sich hier auch entspannt hinsetzen kann. Und dann haben wir dann natürlich noch die Gaming-Ecke, wo ich dann ab und zu zocke, vielleicht auch in Zukunft dann streame, da oben mit den Nanoleaf Lines und mittendrin mein Play-Button. Gefällt mir alles wirklich sehr, sehr gut. Irgendwann soll eigentlich da oben umlaufend noch eine LED-Beleuchtung hin. Das gestaltet sich aber etwas schwieriger, als ich dachte. Ich habe hier so ein Profil mal liegen, auch schon gestrichen. Aber ja, wie gesagt, ist alles nicht so ganz einfach. Das werde ich später irgendwann mal machen. Im Studio ist gerade mal wieder absolutes Chaos, weil ich mehrere Systeme baue, auch für verschiedene Videos und so weiter. Und ja, viele leere Kartons auch, die ich dann noch wieder einsortieren muss oder es so zusammenstellen muss, dass ich weiß, was wozu gehört. Aber ist ja auch alles egal. Fakt ist, zwei der insgesamt drei Tische, die vorher oben im Arbeitszimmer waren und davor in meinem alten Wohnzimmer, die stehen jetzt hier. Und der dritte Tisch, wenn ich mich hier mal rumdrehe, der steht aktuell noch hier. Eigentlich ein bisschen zu groß, steht so ein kleines bisschen im Weg. Ich kann noch so ein bisschen nach links rüber, müssen wir gucken. Aber ja, mal schauen, ob der auf Dauer da stehen bleibt. Insgesamt passt es aber soweit erstmal. Hier ist es nur manchmal so ein bisschen blöd, da muss eigentlich halt eine größere Lampe hin, wenn ich da hinten aufnehme. Und da muss ich aktuell immer so ein bisschen gucken und rumbasteln, aber wird schon alles, wie gesagt, seinen Platz finden. Als nächstes wollen wir unseren Hauswirtschaftsraum angehen. Da soll eine Küchenzeile reingebaut werden. Aktuell ist das hier so ein bisschen zusammengewürfelt, ist auch ja, eher so ein kleiner Abstellraum noch mit. Wir haben hier so ein altes Kallax und hier zum Beispiel den alten Garderobenschrank. Der wird dann erstmal noch in den Keller kommen für Jacken, die man nicht so oft braucht und so weiter. Und dann, wie gesagt, soll da eine Küchenzeile hin. Auch ein bisschen schick, also eventuell mit schwarzen Fronten, eine eichenfarbene Arbeitsplatte, die auch hier dann über Waschmaschine und Trockner rüber geht. Das kommt dann alles noch so ein bisschen näher zusammen und dann dürfte das, denke ich, sehr stimmig aussehen. Ja, mal gucken, wie das so wird. Wir wollen auch so Sachen hier, Staubsauger, die Leiter da hinten, die sollen alle in den Schränken dann verschwinden, sodass das wirklich hier dann mal vernünftig ordentlich ist und dass man eben aber auch Stauraum hat. Genau. Wenn ihr euch vielleicht wundert auf der Skizze, wir können nicht mit einem Hochschrank anfangen, weil wir dann da Schalter und Steckdose uns verbauen. Deswegen kommt da erst ein normaler Schrank hin, dann die beiden Hochschränke. Und hier, da sind ja die Unterverteilungen, da kommen eben auch ganz normal zwei, ja, weiß ich nicht, wie hoch sind die, 90 Pi mal Daumen oder 85 oder irgendwie sowas, diese ganz normalen Standard-Unterschränke hin. Somit ist alles perfekt zugänglich und trotzdem gewinnen wir halt wirklich eine Menge Platz.
Und zu guter Letzt noch ein kurzer Blick in die Garage. Da haben wir jetzt unsere Wallbox. Die ist auch schon so 3 bis 4 Monate in Betrieb, wird auch fleißig verwendet. Natürlich von meiner Freundin mit dem Zoe, nicht von mir, ist klar. Aber auf jeden Fall ja, sind wir sehr zufrieden mit. Ich hatte mich oder wir hatten uns für das Modell von Tesla entschieden, weil es tatsächlich zu dem Zeitpunkt ein extrem gutes Preis-Leistungs-Verhältnis geboten hat von den ganzen Features. Und ja, theoretisch kann man bis zu 22 kW laden. Wir haben ja 11, weil für 22 brauchen wir eine Genehmigung. Und ja, genau, also wir sind sehr zufrieden. 7 Meter Kabel direkt dran. Alles auf jeden Fall wunderbar, kann ich empfehlen. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Wie gesagt, das war jetzt nicht jede Kleinigkeit, die wir hier so gemacht haben. Es ist immer irgendwas zu tun. Aber das waren jetzt halt die etwas größeren Dinge. Und ja, ich freue mich auf euer Feedback. Lasst gerne einen Kommentar, einen Like, ein Abo, was auch immer da. Macht die Glocke an und so weiter. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht es gut, Leute. Ciao.